Kraftnacht 2024. Regionale Unternehmen als attraktive Arbeitgeber. Kennenlernen und das Image der regionalen Wirtschaft erhöhen. Mit der sogenannten Kraftnacht möchte man all dies erreichen. Am 18. Oktober findet diese auf Initiative von Kraft das Murtal in der Zeit von 16 bis 22 Uhr statt. Details dazu gab man im Rahmen eines Pressegespräches bekannt. Kraft das Murtal gestaltet ein attraktives wirtschaftliches und regionales Umfeld und stärkt die regionale Identität. Aus diesem Grund wird es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen erfolgreicher Betriebe zu blicken und die regionale Wirtschaft hautnah zu erleben. Im Rahmen der erstmals stattfindenden Kraftnacht am Freitag, dem 18.10., öffnen 20 obersteirische Leitbetriebe Tür und Tor für junge Menschen. Es soll ein Erlebnis sein für die ganze Familie. Kinder, Jugendliche, Mädchen, Buben, angehende Fachkräfte sollen mit ihren Eltern zu uns in die Betriebe kommen, sich die Unternehmen im Vollbetrieb anschauen, sich selbst ein Bild machen und eine Meinung davon machen und die Chance nutzen, die Betriebe live zu sehen. Wir haben ja ausgerufen bei Kraft das Murtal, dass wir die frauenfreundlichste Region Österreichs werden möchten und konzentrieren uns schon sehr stark auf die Mädchen, beginnend im Kindergarten, Volksschule, Mittelschule und zwar mit der MINT-Offensive. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, wo wir spezielle Programme auf die Mädchen zuschneiden, damit wir sie für die Technik mit der Technik zusammenbringen, sie interessieren dafür und vielleicht schaffen wir so, dass wir den Fachkräftemangel mit der Frauenpower in den Griff bekommen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Wirtschaft ist entscheidend, um junge Menschen optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Also in der Region Mura-Murtal funktioniert die ausgezeichnet. Einerseits deswegen, weil wir von der Struktur her in der Bildung die gleiche Struktur haben wie auch das politische System. Das Regionalmanagement Mura-Murtal hat die gleichen Grenzen, sozusagen umfassen die beiden Grenzen Mura und Murtal. Und vor diesem Hintergrund haben wir auch einige Projekte, die in den Bildungsbereich hineingehen und eine gute Zusammenarbeit im speziellen Bereich der Berufsorientierung. Und für mich ist es einfach ganz wichtig, dass ich Ansprechpartner habe, und so geht es auch den Schulleitungen, die bereit sind, bei der Berufsorientierung mitzuwirken, die Türen öffnen, die das Know-how geben, damit die Kinder ihre Talente einfach finden und diese auch nur in der Schule gefördert werden. Die Steiermärkische Sparkasse und die Industrie sind wichtige Unterstützer von Kraft das Murtal. Ja, wir sind seit sehr, sehr vielen Jahren, nächstes Jahr sind es 200 Jahre in der Steiermark, für die Unternehmer da, begleiten Unternehmer ihr ganze Lebenszyklus lang und unser Geschäftsmodell ist dann erfolgreich, wenn die Unternehmen, die wir betreuen, erfolgreich sind. Und darum unterstützen wir jede Initiative, jede Veranstaltung, wo wir dazu beitragen können, dass es unseren Unternehmen gut geht, dass sie die entsprechenden Arbeitskräfte kriegen und deshalb ist die Kraftnacht für uns eine sehr, sehr unterstützenswerte Aktion. Ja. Die Kraftnacht ist eine wunderbare Initiative, weil es eine Möglichkeit ist, für die ganze Familie einmal einen Industriebetrieb von innen zu sehen und nicht nur einen Industriebetrieb von innen zu sehen, sondern auch die Produktion zu erleben. Das heißt, man kann riechen, schmecken, hören, sehen, was in einem Industriebetrieb tatsächlich abgeht. Wir haben gehört, viele Jobs auch in unserer Region hängen an der Industrie. Dennoch haben wir auch gehört, das Verständnis für die Industrie, das ist nicht so greifbar. Worauf kann man das zurückführen und vor allem, wie kann man es ändern? Die Industrie ist vielfältig, sie ist Technologieführer, sie ist Innovationstreiber und alles, aber wie landet das in den Wohnzimmern? Dementsprechend ist die Kraftnacht eine gute Antwort darauf. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Drittel aller Murtalerinnen und Murtaler arbeitet direkt in einem Industriebetrieb. Das heißt, es müssten auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animiert werden, ermuntert werden, daheim einfach mehr zu erzählen, was sie tun, welchen Beitrag sie täglich leistet, damit das Rad am Laufen bleibt. Durch Initiativen wie Kraft das Murtal können langfristig auch Arbeitsplätze gesichert und die Attraktivität der Region als Wirtschaftsstandort gesteigert werden.
Die Kraftnacht bietet eine ganz tolle Gelegenheit, dass man die Wirtschaftskraft dieser wunderbaren Region hier noch einmal vor den Vorhang holt. Und wir können damit auch das breite Bewusstsein in der Bevölkerung steigern, was die Industrie betrifft, weil man oftmals sich gar nicht vorstellen kann, wie so eine Produktion abläuft, was hinter den Toren der Unternehmen passiert. Und der große Wunsch wäre natürlich auch, dass wir viele junge Menschen in der Region begeistern und ihnen zeigen, welche Perspektiven und beruflichen Möglichkeiten es hier zu Hause gibt für sie. Kraft das Murtal, die Initiative für Wirtschaft, Mensch und Lebensraum, schafft auch Zukunftsperspektiven. Die Lebensqualität durch die Region wird mit Kraft das Murtal dadurch gestärkt, dass sie zum einen tolle Betriebe sind und hier Menschen Arbeit finden und gute Arbeitsplätze haben. Aber Kraft das Murtal unterstützt auch viele lokale Initiativen. Zum Beispiel die Kinderstadt in Spielberg, die eine tolle Initiative für Kinder ist, wird von Kraft das Murtal unterstützt. Und Kraft das Murtal ist auch ein Mitkämpfer, wenn es darum geht, dass junge Frauen, junge Familien auch genügend Kinderbetreuungsplätze bei uns in der Region haben, weil wir wissen, dass die Abwanderung leider noch immer weiblich ist und deshalb wir genügend Kinderbetreuungsplätze brauchen. Und hier ist Kraft das Murtal ein toller Mitunterstützer. Wirtschaft, Mensch, Lebensraum. Für Kraft das Murtal gilt es, jene Entwicklungen voranzutreiben, die den Handlungsspielraum für einen attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum erhöhen. Mit der Unterstützung von Bund, Land Steiermark und Europäischer Union.